Wir starten mit einem komplett neuen Thema, und zwar mit dem Thema Zahlenfolgen. Daher bitte im Übungsheft eine große neue Überschrift: Zahlenfolgen. Ja, also mit Zahlenfolgen seid ihr wahrscheinlich alle schon irgendwie in Berührung gekommen. Das klassische Beispiel sind die Zahlenfolgen, die beim Intelligenztest auftauchen. Solche Aufgaben habt ihr sicher schon mal gesehen. Also so ein Beispiel: Wie geht es weiter? Das sind Zahlen gegeben: 3, 7, 11, 15, 19. Und jetzt muss man überlegen, wie die nächste Zahl in dieser Folge lautet. Ja, also wenn man da ein bisschen schaut, glaube ich, sieht man gleich, dass zwischen den Zahlen immer ein gleicher Abstand ist. Und zwar jede Zahl ist um 4 größer als die Zahl davor. Und das heißt, es würde in dieser Folge weitergehen mit der Zahl 23. Damit es eine Zahlenfolge ist, müssen ein paar bestimmte Dinge erfüllt sein. Und einer der wichtigsten Dinge ist einmal die, dass ganz klar eine Reihenfolge festgelegt wird. Ja? Also eine Zahlenfolge besteht aus Folgengliedern und die sind geordnet. Die müssen jetzt dann nicht aufsteigend, absteigend geordnet sein, aber es gibt ein erstes Element, ein zweites Element, ein drittes Element, ein viertes Element. Ja? In dem Beispiel hier wäre das das erste Folgenglied, das zweite Folgenglied, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste Folgenglied. Also das ist einmal ganz relevant, wenn wir von einer Zahlenfolge sprechen. Daher folgende Definition: Unter einer Zahlenfolge versteht man eine Menge von Zahlen, sagen wir mal reelle Zahlen, die so geordnet ist, dass feststeht, welches die erste, die zweite, die dritte und so weiter Zahl ist. Also diese Ordnung. Man schreibt dafür in runde Klammer AN ist gleich und in runden Klammern zählt man dann die Folgenglieder auf. Bitte keine geschwungene Klammer, sondern wir machen da eine runde Klammer. Und zwischen den Folgengliedern machen wir einen Strichpunkt. Im Buch verwenden Sie einen Beistrich. Das mag ich nicht so gern, weil ja der Beistrich auch das Komma ist und dann wird es ein bisschen unübersichtlich, wenn wir hier hätten 1,5 Beistrich, 2,7 Beistrich, 3,8 Beistrich, weil das könnte dann auch ausschauen wie 2, 3, 2, 7 und so weiter. Ja, also, weil man ja das Komma und den Beistrich als Aufzählungssymbol dann nicht gut unterscheiden kann. Wichtig ist, dass diese n-Element n Stern sind, weil ich habe ein erstes Folgenglied, ein zweites Folgenglied, ein drittes Folgenglied, ein viertes Folgenglied. Das heißt, ich habe immer natürliche Zahlen als Folgenglieder. Es gibt kein 7,5. Folgenglied. Es gibt auch kein minus 9. Folgenglied, sondern natürliche Zahlen. Und wir beginnen bei 1 zu zählen. Das Buch macht das auch. Das ist ein bisschen eine Streitfrage. Gerade die Informatik beginnt bei 0 zu zählen bei der Nummerierung. Wir beginnen trotzdem bei 1. Wir halten uns da jetzt da am Schulbuch. Und damit ist n im Element aus n Stern, um es nochmal ganz deutlich zu machen, dass die 0 eben nicht dabei sind. Egal, ob man jetzt da der Philosophie angehört, dass 0 eine natürliche Zahl ist oder nicht. Mit n Stern ist es ganz klar, 0 ist nicht dabei. Und man nennt diese einzelnen AI, also AI ist jetzt eben gemeint, diese einzelnen Elemente, die Glieder der Zahlenfolge. Also hier noch einmal aufgezeichnet, ich hätte hier A1 ist 3, A2 ist 7, A3 ist 11, A4 ist 15, A5 ist 19 und so weiter. Und auch noch ganz wichtig, jede Zahlenfolge lässt sich irgendwie durch ein Bildungsgesetz beschreiben. Ja, es dürfen können nicht irgendeine Fantasiezahlen, die irgendwie zusammengewürfelt sind, sein, sondern man muss irgendwie schaffen, einen Zusammenhang zwischen diesen Zahlen herzustellen. Also sie müssen irgendwie durch ein Bildungsgesetz beschrieben sein. Gut. Man unterscheidet dann noch zwischen endlichen Folgen. Also hier hätte ich 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Das würde man so schreiben: an ist gleich und dann eben die Aufzählung, das hat man gerade. Man kann dazwischen dann ruhig Punkti, Punkti, Punkti machen, aber wichtig ist, man schreibt dann zumindest das letzte Folgenglied wieder hin und man gibt zumindest die ersten zwei Folgenglieder an. Besser wäre sogar noch drei anzugeben, nur damit man ein bisschen mehr die Gesetzmäßigkeit dieser Folge sieht. Oder allgemein gesprochen eben so: an ist gleich, a1, a2, Punkti, Punkti, Punkti bis an. Und n ist natürlich, wie wir schon vorher gesagt haben, ein Element der natürlichen Zahlen ohne die 0. Und enthält jetzt eben eine Folge endlich viele Folgenglieder. Hier wären es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgenglieder. Dann spricht man von einer endlichen Folge.
Bei einer unendlichen Folge würde ich das Spiel immer, immer weiter spielen. Das heißt, ich habe dann hier einfach Punkt, die Punkt, die Punkt gemacht, damit angedeutet, dass es immer weitergeht. Und genauso deutet man das dann auch an, wenn man es richtig ordentlich hinschreibt. Also man zählt zum Beispiel die ersten drei Folgenglieder auf und dann macht man nur mal Punkt, die Punkt, die Punkt, die und schreibt eben keine Zahl zum Schluss hin. Weil das würde eben bedeuten, endlich, es hört auf bei irgendeiner bestimmten Zahl und da geht es einfach immer, immer, immer weiter. Ja, also auch hier steht jetzt nicht ein. Und definiert wieder, enthält eine Folge unendlich viele Folgenglieder, dann spricht man von einer unendlichen Folge. Also soweit, so einfach. Ich kann, und damit habe ich ein bisschen geschummelt im vorigen Video, wo ich gesagt habe, wir sind mit Funktionen ganz fertig. Ja, wirklich fertig mit Funktionen sind wir nie, weil die irgendwie immer auftauchen bei uns in der Mathematik. Und eine Folge kann ich auch als Funktion betrachten. Und zwar als eine Funktion, die von n Stern, weil ich setze, ja, ich schaue mir die Folgenglieder an, die Nummer der Folgenglieder. Und die Nummer der Folgenglieder wird eben auf eine bestimmte Zahl abgebildet. Ja, das erste Folgenglied ist 3, das zweite Folgenglied ist 7, das dritte Folgenglied ist 11 und so weiter. Und jedem n wird eben, wie ich gerade gesagt habe, ein Funktionswert zugeordnet und dieser Funktionswert ist der Wert der Folge. Klingt jetzt total theoretisch, machen wir es mit einem Beispiel. Gehen wir wieder zur Folge her, die wir gerade vorhin hatten, 3, 7, 11, 15, also es wird immer um 4 mehr und wir starten bei 3. Würde ich das als Funktion anschreiben, dann könnte ich das so betrachten. F geht von n Stern nach r. Und dieses n, das ist die Nummer des Folgenglieds, wird jetzt da auf das Bildungsgesetz abgebildet. Und das ist jetzt eben dieses Bildungsgesetz, wovon ich vorher in der Definition gesprochen habe. Damit lässt sich jetzt jedes Folgenglied berechnen. Das erste Folgenglied, ich mache jetzt einfach die Probe, ist ja F1. Also da hat man gerade f von n, also die Nummer des Folgenglieds. Das erste Folgenglied ist a1 und jetzt setze ich da ins Bildungsgesetz für n den 1er ein. Ja, also ich setze jetzt hier jeweils für n die Zahl ein, die ich hier habe, also das erste Folgenglied. Das heißt, ich habe 4 mal 1 minus 1 ist 3. Und da sehe ich, da habe ich auch 3, also stimmt das Ganze. Das zweite Folgenglied ist F2, also A2 ist 4 mal 2 minus 1 ist 8 minus 1 ist 7. Passt. Das dritte Folgenglied ist A3, ist 4 mal 3 ist 12, 12 minus 1 ist 11. Passt. Und so weiter. Also so würde ich es als Funktion anschreiben. Als Folge schreibt man es anders an. Als Folge schreibt man einfach hin, an ist gleich. Da vorne schreibt man das Bildungsgesetz hin, also in dem Fall 4n minus 1 und hinten die Bedingung, das kennen wir eh schon bei der Mengenschreibweise. Also für die gilt, n ist ein Element aus n Stern. Und so ist eben die Folgenschreibweise. Wir werden jetzt dann sowieso zukünftig bei dieser Folgenschreibweise bleiben. Gut, wie kann ich Folgen grafisch darstellen? Eine Möglichkeit, die wir vielleicht manchmal verwenden werden, aber nicht so oft, ist die Möglichkeit, es in einem Koordinatensystem darzustellen. Ich bleibe jetzt da gleich wieder bei dem Beispiel von vorher. Ich habe die Folge 4n minus 1. N ist ein Element der natürlichen Zahlen ohne 0. Und jetzt zeichne ich es einfach ein. Also ich quasi auf der x-Achse habe ich mein n. Daher sollte man diese Achse auch unbedingt mit klein n beschriften. Und auf der y-Achse habe ich dann das Folgenglied an, beschrifte ich jetzt auch noch. Dann rechne ich mir mal am besten die Folgenglieder aus. Also das erste Folgenglied 1 einsetzen, 4 mal 1 ist 4, minus 1 ist 3. Also muss ich bei n ist gleich 1 den Wert 3 kennzeichnen. Und wir kennzeichnen das bitte mit einem kleinen Kreuzerl. Und wichtig, bitte unbedingt beschriften, weil wir werden später sehen, es kann auch sein, dass Folgenglieder durcheinander sind. Ja? Es muss nicht sein, dass quasi A1, A2, A3, A4, dass es immer steigt, sondern es könnte hin und her springen. Ja? Es könnte sein A1, A2, A3, A4, A5, A7 und so weiter. Und dann kennt man sich nicht mehr aus, wenn man es nicht beschriftet. Das heißt, bitte unbedingt beschriften. So, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Das schalte ich jetzt mal kurz auf lautlos. So, weiter geht's. Eine Möglichkeit ist, eben als Koordinatensystem zu betrachten. Wir werden es meistens einfach als Zahlengerade betrachten. Das heißt, ich rechne mir die Folgenglieder aus und man zeichnet auf der Zahlengerade einfach direkt den Wert ein, also wieder mit Kreuzchen und beschriftet das. Auch wieder hier wichtig, beschriften. Also das ist bitte die präferierte Variante. Das werden wir fast immer machen.
Gut. Wir schauen uns jetzt dann noch gemeinsam eine Aufgabe an. Bitte diese Aufgabe auch ins Übungsheft übertragen. Ich rechne A jetzt mal vor, vielleicht dann B bereits alleine zuerst probieren, also das Video pausieren, nach der Angabe mal ausprobieren und dann vergleichen. Es wird dann eh auch noch genug Übungsaufgaben dazu geben. Keine Sorge. Also, ich habe hier die Folge gegeben. An ist n Quadrat minus 2n, das ist das Bildungsgesetz. Und ich setze jetzt wieder für n natürliche Zahlen ohne die 0 ein. Also ich beginne bei a1. a1 ist 1 zum Quadrat minus 2 mal 1 ist 1 minus 2 ist minus 1. a2 ist 2 zum Quadrat minus 2 mal 2 komme ich auf 0. Bei a3 setze ich 3 ein für die n's, komme ich, wenn ich es ausrechne, auf 3. Bei a4 setze ich 4 ein, komme ich auf 8. Habe ich die ersten vier Folgenglieder damit berechnet. Und einzeichnen tue ich es jetzt auf einer Zahlengeraden, also ankreuzen und bitte beschriften. Und damit ist das erste Beispiel auch schon erledigt. Also es handelt sich bei Folgen, also wirklich, das Prinzip ist wie bei einer Funktion. Und wir zeichnen es jetzt einfach auf einer Zahlengerade ein und beschriften das Ganze. Gut, Beispiel B. Da, wie gesagt, gleich zuerst einmal zu selbst probieren, also kurz jetzt auf Pause drücken. Und ich rechne es jetzt vor. Da muss man ein bisschen aufpassen, da habe ich hier diesen Ausdruck. Das werden wir jetzt auch noch öfter sehen bei Folgen, dass ich habe n mal und dann habe ich hier eine Zahl, eine negative Zahl hoch n. Und was passiert deswegen? Na, schauen wir es uns an. Erstes Folgenglied, ich habe einmal minus 1 hoch 1. Also hier habe ich die n's, die habe ich. So, ups, das wollte ich nicht. Lösch mal das kurz weg. Also hier habe ich n und hier habe ich n eingesetzt. Also haben wir einmal minus 1 hoch 1. 1 ist ungerade, deswegen bleibt es bei minus 1. Und einmal minus 1 ist minus 1. Das zweite Folgenglied, ich setze 2 ein für n. Habe 2 mal minus 1 zum Quadrat. Minus 1 zum Quadrat, 2 ist eine gerade Zahl. Liefert mir daher plus 1 und 2 mal 1 ist plus 2. A3, ich setze 3 ein, minus 1 hoch 3, 3 ist ungerade, minus 1 habe ich daher, 3 mal minus 1 ist minus 3. Bei 4 habe ich wieder eine gerade Hochzahl, also es ist wieder plus 1 und 4 mal 1 ist 4. Und wenn ich das auf einer Zahlengerade einsetze, passiert jetzt genau das, was ich vorher angesprochen habe, würde ich das nicht nummerieren. Also nicht beschriften. Würde ich glauben, das ist A1, das ist A2, das ist A3, das ist A4. Aber das stimmt nicht, denn man sieht, es springt. A1, A2, A3, A4. Und ich sehe hier, es wechseln sich die Vorzeichen ständig ab. Ich habe negativ, positiv, negativ, positiv. Und so eine Folge nennt man alternierende Folge. Daher bitte Definition aufschreiben, einfach da jetzt drunter oder ein Beispiel. Eine Folge, deren Folgenglieder laufend das Vorzeichen wechseln, nennt man alternierende Folge. Ein sehr wichtiger Begriff bei Zahlenfolgen, wird uns noch öfter begegnen. Aufgabe C, auch wieder zuerst alleine probieren. So, wenn wir es lösen, die Schreibweise kennen wir schon, das hat man auch in der fünften schon gesehen. Ich habe hier quasi die Funktion ist in zwei Teile unterteilt. Da steht die Bedingung. Da habe ich n Stern g, das heißt die natürlichen Zahlen ohne 0, die gerade sind. Deswegen musste ich hier auch n Stern schreiben, weil wer die 0 mitnimmt und 0, 0 ist nun mal eine gerade Zahl, dann wäre die 0 dabei, daher n Stern g. Beziehungsweise hier habe ich nu, das sind die natürlichen ungeraden Zahlen. Das beginnt bei 1, das brauche ich hier nicht den Stern. Ich könnte ihn machen, aber wenn ich u drunter schreibe, ist die 0 sowieso schon weg. So, und jetzt rechne ich aus. a1. 1 ist ungerade, daher muss ich in diesen Ast wechseln und ich setze einfach ein Minus vorm n, also minus 1. a2, 2 ist eine gerade Zahl, ich muss in den ersten Ast wechseln, muss rechnen, 2 plus 1, wie es hier steht, ergibt 3. a3 rechne ich aus, ist wieder ungerade, ich wechsle wieder den unteren Ast, muss einfach ein Minus davor setzen, ist minus 3. a4, 4 ist gerade, ich komme wieder in den oberen Ast rein, 4 plus 1 liefert 5. Eingezeichnet schaut es wieder so aus. Und auch hier haben wir den gleichen Effekt wie vorher. Unbeschriftet wäre ich verloren. Es hüpft nämlich wieder a1, a2, a3, a4. Und ich habe hier auch wieder eine alternierende Folge.
Negativ, positiv, negativ, positiv. Gut, und damit ist dieser Teil einmal beendet. Es folgt dann gleich das nächste Video zu Zahlenfolgen.